Liebe Freunde, ich begrüße euch zurück zu Raven Holtham's Revenge und wünsche mir jetzt die Gefahr der Wolken oder Wolken der Gefahren. Ui, ich kann mein Haus von hier aus sehen. Ein falscher Schritt und das war's. Sieg von hier aus kann man das Herz der Welt sehen und Reflux Höhle. Reflux, ich schlug ihn einmal. Das kann ich noch einmal. Oh ja, yeah, das können wir auch. Und wo ist das Herz der Welt? Ich sehe es aber nicht. Ja, und ihr seht schon, wir sind jetzt hier wieder auf dieser Wolkenwelt. Die haben wir ja schon gesehen im Bonuslevel der ersten Welt. Da waren wir auch schon mal und hatten viel Spaß damals, ja. Und jetzt haben wir auch wieder die normalen Level nur mit Rayman. Also diese Kombi-Level sind jetzt erledigt. Ich fand, das war schon eine sehr coole Idee, muss man sagen. Wie so vieles in dem Spiel leider nicht so ganz optimal ausgenutzt und umgesetzt. Aber ich fand die Idee trotzdem cool. Also ich finde, die Ideen, die es in dem Spiel hat, sind teilweise echt sehr gut. Also schon ganz nice gemacht. Muss man das Spiel lassen, ne? So nervig es auch oft ist. So, jetzt haben wir da hinten was auf... ist da hinten etwas aufgegangen. Ja, hier brauchen wir wieder sehr, sehr viele Punkte. Ich glaube wieder 42.000. Also, ja, jede Menge. Das wird wieder ein Spaß. Ich treffe die Gegner wieder nicht. Diese Gegner sind wirklich, die gehen mir so auf den Sack. Du triffst sie einfach nicht. Ich stehe vor denen, ich schlag auf sie, aber irgendwie denkt sich Rayman so... nö. Kein Bock jetzt. Und mit denen ist es genau das Gleiche. Auf die hat Rayman auch immer nie Bock. So. Oh Gott, ey. Ja, jetzt bin ich eh tot. Ja, genau. Jetzt haben wir hier nämlich quasi die Steigerung von dem Wasser. Und zwar das Nichts, wo man instant down ist. Was ich aber noch ein bisschen nachvollziehbarer finde, wie gesagt, das ist, dürfte jetzt auch die... letzte Welt sein. Da kann es natürlich auch dann so sein. Und das macht ja auch Sinn, dass dann ein Instant Down ist. Mit diesem Wasser, weiß ich jetzt nicht. Fand ich schon ein bisschen komisch. Habt ihr auch oft gemerkt. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt hier eine Wolkenwelt. Was ja für Rayman auch nicht ganz typisch ist, eine Wolkenwelt, ne? So. Jetzt kommt er wieder bei meinem Lieblingsgegner. Boah, es hat jetzt mal funktioniert. Ich habe ihn getroffen. Was ist denn hier los? So. Ich frage mich, jetzt ist da oben der Käfig. Ich habe ja nicht ein Käfiggeräusch gehört. Oder geht es da weiter? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, hier gibt es erstmal nur ein Secret. Hallo? Ich glaube, die Kombos sind hier sehr nervig, weil, ja, da muss ich da aber so komisch festklemmen. Ja. Ja, war nicht optimal. Ich hätte es noch anders mal nutzen können. Aber passt schon so. Lass mal's dabei. Ich glaube, der Käfig war da jetzt rechts, kann das sein? So, wo ist das Viech? Töten. Hab's wieder nicht getroffen, glaube ich. Jetzt habe ich das eine. Ach, da ist so ein Freak. Ja, wie gesagt, die Gegner sind richtig scheiße. Man ist auch kurz gestunt, wenn die einen treffen. Geil. So, jetzt ist er down. Ey, so ein Crap. Hey, die Gegner, die sind echt zum Kotzen. Das kriegt man eigentlich nicht in der Kombo hin, oder? Nein, nicht richtig. Ach komm, jetzt bin ich schon wieder weggefallen. Oh, das ist doch scheiße. Ja, das ist das, was bei dieser Wolkenwelt wirklich sehr frustrierend ist. Du musst halt nur einmal wie beim Steuerkreuz mit dieser sehr präzisen Steuerung daneben klicken und danach bist du halt schon durch instant down. Oh Mann, ey, das ist so... Ich will nicht diesen Dreckshebel aktivieren, ich will diesen Typen da töten. Es ist so nervig, du stehst vor denen und du triffst sie nicht. Ey, diese Gegner sind wirklich so nervig. Es liegt halt an diesem Angriffssystem. Ich weiß auch nicht, dass ich in dem Let's Play extrem viel flame. Tut mir auch leid für dieses Spiel mega abfeiern. Wenn es die gibt. Ich meine, ich mag das Spiel auch, habe ich auch schon oft gesagt. Aber es gibt halt wirklich viele Sachen, die extrem nervig und frustend sind. Und die gibt es halt immer. Und deswegen reg ich auch immer darüber auf. Oh, jetzt zum Beispiel wieder. So. Ja, jetzt habe ich gar keine Kombo mitbekommen. Ja, ist ein bisschen blöd. So, ich muss wirklich echt aufpassen, damit du nicht runterfällst. Dann sieht sie mich wieder nicht gescheit. So. Jetzt können wir mal probieren, hier nach rechts zu gehen. Ich würde es mal ausprobieren. Ja, hier ist tatsächlich der Käfig. Ja, schöne Sache. Ich muss noch meine Kinder am Pool absetzen. Okay. Jetzt sind wir schon direkt im nächsten Käfig. 4 Stück gibt es zu sammeln. Und den ersten schon mal.
Okay. Wow, warum war das so knapp gerade? Ich hab doch gerade auch Blumen eingesammelt. Krass. Boah, wie viele Gegner hat sie von diesen hier? Die sind ja so ätzend. So, Nummer 1 tot. Nummer 2 auch tot. So, den mache ich nämlich mir jetzt vor, wenn Raymond hochgeht. Ey, das ist so zum Kotzen. So, jetzt hat das gemacht. Dankeschön, Raymond. Oh, eine schöne Combo. Komm, komm, gönn, Raymond. Aber er hat richtig gegönnt. 2000er Combo. Boah, das muss ich jetzt speichern. Da war ja sogar ein Dinger. Ein grüner Lum, den werde ich jetzt auch gleich einsammeln. Das ist eine Combo, die kriegt man nicht alle Tage. So. Also, jetzt noch kurz hier vielleicht eine Combo mitnehmen. Also, ich will jetzt schon. Ihr kennt mich, ich will jetzt möglichst viel gesaved haben vom Checkpoint, ne? Jetzt geht's unten weiter. Ich habe auch noch irgendwo einen Käfig gehört, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu risky, weil wenn ich den verkacke, bin ich wieder instant tot. Muss jetzt nicht sein. So, deswegen speichere ich jetzt. Ich denke, das war nicht gewastet. Gerade weil wir so wirklich hier die krasse Combo auch hatten und so. Hat sich, denke ich, schon gelohnt. So, jetzt gibt es hier unten noch den Käfig. Aber mit diesen Dingern bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weil da kann halt sehr schnell was schief gehen. Hä? Ach, hier war ich jetzt schon, oder was? Okay. War jetzt eh der schnelle Rückweg. Das ist der Tod in dem Fall. Okay, das war strange. Das heißt, es geht jetzt hier drüben weiter, oder wie? Ach so, das ist gar kein anderer Weg. Hallo, ach komm. Ich dachte, es wäre ein anderer Weg gewesen. Aber ist es scheinbar gar nicht. Okay, interessant. Na gut, da habe ich ja sowieso alles richtig gemacht. Ich dachte, es wäre vielleicht noch... Nee, stimmt. Da kamen wir her. Okay, perfekt. Ja gut, da haben wir ja alles. Dann muss ich jetzt aber trotzdem zurück. Oder geht's hier noch irgendwie weiter? Nee, ne? Nö. Okay, dann muss ich jetzt zurück. Und dort, wo der Schalter die Türe aufgemacht hat, geht's dann, denke ich, mal weiter. Ich sehe gerade, die blauen Lumps geben keine Punkte mehr. Also ich dachte, die letzten Mal haben sie doch mal... Ah doch, jetzt geben sie wieder Punkte. Okay. Aber ich dachte schon, die hatten doch letztes Mal Punkte gegeben. Ja, da kommt der Gegner, der über halbe Map schießen kann. Sehr fair. Der hier. Oh Mann, lässt das zu kotzen. Es gibt zwar viele rote Lums, das ist tatsächlich ganz nice. Aber ist trotzdem ätzend. Und diese Gegner sind auch so ätzend. Die machen aber immerhin nicht viel Schaden. Diese Gegner hier, die machen ja auch immer gleich so 50.000 Schaden. Ja, man muss nicht ein paar Mal treffen, dann bist du wieder gestunt, kannst du nicht schlagen und dann bist du halt instant down. Also nein, die machen nicht instant down, aber die machen schon viel Schaden, muss man sagen. Die machen schon sehr viel Schaden. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo etwas aufgegangen ist. Warte, kommt die Sequenz nochmal? Nö. Hauptsache bei diesem... In der letzten Welt haben sie mir das immer gezeigt, wenn das noch... Wenn ich den Schalter aktiviert habe, so richtig unnötig, aber jetzt zeigen sie es mir nicht. Naja, ich find's schon. War das ganz zurück? Boah, ja. Ja, ich schätze, es wird ganz zurück gewesen sein. Weil, wo soll ich sonst hingehen? Also, wahrscheinlich ist da irgendwo eine Tür aufgegangen. Da waren ja einige, ne? So. Ja, so ist es auch. Ja, also seht ihr, man kann sich oft sogar schon denken, wo irgendwas aufgeht. Hä, hey, da ist schon wieder ein Safe Point. Oha, das ist so großzügig, das Spiel. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Was ist denn da los? So, hier ist erstmal noch der zweite Käfig. Yay. Ich muss los, ein paar Waffeln backen. Okay, dann have fun. So, dann haben wir hier vielleicht auch noch irgendwas. Boah, was ist denn das für ein langer Weg hier? Aha. Okay, ich muss sagen, der Käfig war ziemlich lame versteckt. Ich muss die heutige Jugend inspirieren. Ja, mach das mal. Inspiriere mich doch mal. Ich gehöre doch auch zur heutigen Jugend. Kannst du mich mal inspirieren? Bin ich interessiert, wie du das machen willst. Nee, aber das war jetzt schon ein bisschen lame versteckt hier, der Käfig. Ich meine, der war genau gleich versteckt wie der andere, einfach auf der anderen Seite. Also ja. Aber ja, seht ihr, die Dinger, die blauen Lums, die geben keine Kombos mehr. Das heißt, man kann keine Punkte mehr farmen mit denen. Wie es in Welt 1 ging das noch? Wie viel ist? Obwohl, jetzt geht's wieder. Hey, geht es nur bei 9 nicht? Ja, toll.
Oh, dieser Gegner ist so scheiße. Oh, der wirft ja voll daneben. Lol. Okay. Also bei dem Gegner ist wohl Lifehack, einfach da irgendwie stehen zu bleiben. Sammelt den... Oh, er sammelt den Kristall wieder nicht ein. So, schnell töten den Arsch. Okay, das muss auch dauern. Naja, es wird, glaube ich, schon ein bisschen knapp von der Punktzahl. Wir haben jetzt noch nicht so viele Punkte, da ist noch 10.000 fehlen. Das ist schon noch einiges. Muss man einfach so sagen. Okay, gibt's noch welche Secrets? Ja, ich habe hier leider die Kombo nicht so gut bekommen. Klar, also am besten ist es, wenn man die Gegner immer noch in einer Kombo killen kann und dann auch noch die Kristalle in einer Kombo mitnehmen kann. Das ist natürlich ideal, weil dann kriegst du so viele Kombo-Punkte, da kriegst du halt 2000er, 3000er Kombo-Punkte. Und das ist natürlich richtig nice, ne? Braucht man manchmal sogar auch, aber da wir schon eine 2000er Kombo hatten, fand ich das gar nicht so schlecht. Aber ja, schauen wir mal. Wo ich auch gespannt drauf bin, ist, ob der letzte Käfig auch nochmal mit diesen Dingern hier versteckt ist, weil dann wäre es ja ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Dann wären alle vier Käfige gleich versteckt gewesen. Okay, hier ist noch irgendwas zu. Ja klar. Seht ihr, das meine ich. Der Typ steht am Arsch der Welt. Und trotzdem kann er mich treffen mit seinen Dingern. Das ist sehr fair, ne? So, jetzt schauen wir mal erstmal nach oben. Ja, also ich sehe gerade, sie geben schon Kombo, aber ich glaube, die geben nur einmal welche. Also, denke ich jetzt mal. Vorhin haben sie mir keine gegeben. Kannst du denn bitte treffen, die Gegner, Raymond? Da steht nämlich direkt vor dir. Ah ja. Scheint noch möglich zu sein, das ist doch schön. Boah, zwei von denen, das ist aber krass. Boah, heftig. Mann, ich hab noch... Da ist der Ausgang. What? Okay, zum Ausgang möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Okay, dann hoffe ich mal, dass da noch ein bisschen Secrets sind beim letzten Käfig. Ansonsten sehe ich hier nämlich leider schwarz. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Okay, das ist ja komisch. Okay, ich würde vorschlagen, ich werde jetzt, bevor ich das hier alles nochmal so ganz präzise mache, mal ein bisschen schneller durchgehen und gucken, wie ich zum Käfig komme. Also wahrscheinlich hier irgendwie. Ich muss irgendwie das hier aufkriegen, oder wie? Nein, auch fall doch nicht mal runter, Mann. Aber ich finde die Oma-Musik eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das ist eigentlich einer der geilsten Tracks. Vielleicht haben sie den extra so gemacht, weil sie wussten, dass man hier 1000 Mal Game Over geht. Also ja, komm, aber so oft muss jetzt auch nicht sein. Die Musik ist nice, aber ich höre die eh schon so häufig. Muss das jetzt nicht extra oft machen. Das ist schon gut so, ja. So, also. Jetzt die spannende Frage, wie kommt man da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht einfach da hinspringen. Oder muss man das hinter dem Ausgang machen? Ah, ich glaube, da kommt man vielleicht noch. Ja, ich habe mich nicht getraut. Also ich gehe jetzt mal schneller durch. Und schau mal kurz nach. Und wenn es stimmt, aber ist auch geil, da steht das Ausgangsschild und da geht's ja gar nicht zum Ausgang. Also da ist schon der Ausgang, aber ich dachte, dass er dann sofort da ist. Aber dann ist er das auch. Also ich will hier... Nein! Genau das wollte ich vermeiden! Ach, scheiße! Ach, come on, ey, dieses Spiel ist doch zum Kotzen! Ja, natürlich habe ich jetzt nicht die Punkte... Tolles Kickspiel, ey. Ey, was soll denn der Scheiß? Oh, das wird... genau das habe ich befürchtet, dass es instant getriggert wird, wenn du nur ansatzweise in die Nähe kommst. Ja, so eine Scheiße. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Scheiß Karte. Jetzt muss ich ja noch alles nochmal spielen. Danke, Spiel. So, ich bin wieder hier. Das Ganze Level nochmal gespielt. Ich glaube, die Punktzahl ist nicht besser. Ähnlich oder ein bisschen schlechter vielleicht. Wollte ich sagen. Naja, also ich habe jetzt nicht mehr so gute Kombos bekommen. Es ist aber teilweise auch irgendwie voll die Glückssache. Ob der sich jetzt da festhält und ob du die Kristalle direkt eingesammelt bekommst, das ist wirklich sehr nervig. Meine, die Idee ist ja eigentlich sehr cool mit diesen Kombo-Punkten, dass du da quasi gut performen sollst und dann da ja, ziemlich coole Kombos machen kannst, aber es ist halt blöd, wenn das Spiel nicht richtig das heißt, das funktioniert ja schon, aber wenn es halt entsprechend sehr
schwierig umgesetzt wurde von der Steuerung, dann macht es das teilweise ja, nicht gerade leicht. anders gesagt, extrem nervig, die ganzen Sachen einzusammeln. So, und zwar in der Art, dass man da die Kombos kriegt, ne? Ja, aber das ist ja nichts Neues. So, da haben wir jetzt gedacht, gehe ich nicht rein. Aber wie komme ich denn zu diesem Drecksieg, bitte? Ja, schön, dass es da aufgeht. Ist toll, aber ich möchte da eigentlich noch nicht hin. Da kommt man doch. Wow, wo kommt hier doch hin? Okay, das sah so weit weg aus. Deswegen dachte ich, dass man da vielleicht von woanders. Ja klar, jetzt kommt der Typ und schießt mich in der Luft ab, oder was? Das ist ja fair. Okay, was down. Okay. Dann ist da unten noch die Secret Area. Okay, 42.000 Punkte. Oh komm, bitte schaffe es. Bitte, bitte, bitte. Ich hab keinen Bock, das Level noch ein drittes Mal zu spielen. Ich meine, ich hatte jetzt... Also die höchste Kombo war jetzt, glaube ich, 1000 oder so. Aber ich hatte jetzt keine 2000er Kombo. Ja, toll. Kann ich da jetzt hinspringen oder sterbe ich da? Ja, ich muss probieren. Und jetzt... bloß weg hier, bevor das wieder getriggert wird, ne? Ah, das ist ja schon krass. Also, ich bin da extrem vorsichtig gewesen und trotzdem wurde das so schnell getriggert. Aber ja, ich dachte es mir schon, ne? Das, genau deswegen wollte ich das nicht machen. Aber das habe ich echt nicht gesehen, dass man da vielleicht hinspringen konnte. Dachte, das wäre zu weit weg. Aber nein, es wäre möglich gewesen. Wie wir gesehen haben. So, jetzt noch ein paar Kombos mitnehmen. Oh ja, komm. Das wird aber schaffen mit den ganzen silbernen Kristallen hier. Ja, ich habe sogar schon, sehe ich gerade. Ja, okay, perfekt. Ja, du weißt es halt nie, ne? Manchmal ist es extrem schwierig von den Punkten. Hier war es jetzt machbar. Also mit schwierig meine ich, manchmal brauchst du halt irgendwie sau viele, ja, krasse Kombos, ne? Und manchmal kannst du halt einfach so durchgehen und da passt schon, so wie hier. Also ich habe jetzt hier nicht, also schon darauf geachtet, dass ich natürlich möglichst viele Lums nehme natürlich. Also Dinger, nicht Lums, sondern möglichst viele Kombos mitnehme, das ist klar. Habe ich schon drauf geachtet, aber ich habe jetzt nicht, also musste jetzt nicht so auf Krampf immer nochmal neu spielen, wenn ich jetzt irgendwie eine 2000er-Kombo nicht bekommen habe oder so, ne? Weil das ist dann auch extrem nervig. Ist manchmal aber so. Und manchmal bin ich so richtig viele Punkte drüber wie jetzt. Also ist irgendwie ein bisschen komisch. Man weiß es halt nicht, ne? Und ich gehe halt immer vom Schlimmsten aus, deswegen habe ich jetzt irgendwie sehr viele Punkte. So, letzten Num und dann haben wir hier alles gefunden. Jawohl, geht doch. Glückwunsch, Rayman, du hast den Level abgeschlossen. Ja, jetzt auch richtig. Nicht die Verarsche wie vom letzten Mal hier. Glaub's ja nicht. Na, ja, sehr gut. Ja, jetzt habe ich auch alles gesammelt. So. Jetzt gibt's auch die drei Murphy-Karten. Genau, sehr schön. Ja, gute Sache, würde ich sagen. Dann werden wir als nächstes hier das wolkige Versteck spielen und dann geht's erst runter zum Herz der Welt. Das wolkige Versteck ist ja noch ein Bonus-Level, das haben wir eh noch übrig. War es von Welt 2 oder von Welt 3? Ich glaube Welt 2, oder? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall im nächsten Part werden wir uns das wolkige Versteck anschauen, das Bonus-Level. Und dann geht's hier in die letzte Welt, das hier ist das End-Level. Das ist das Final-Boss-Level. Genau, wir haben noch das Level, noch das und dann noch das. Wobei, ich habe hier hinten habe ich eine Sache noch nicht nachgeholt, da hatte ich bisher noch keinen Bock zu. Bin ich hier schon? Ja, das hier. Das Hodlum-Moor, da habe ich noch nicht die dritten Murphy-Karten gesammelt. Das müssen wir noch machen, also ich weiß nicht, ob wir da noch ein Bonus-Level freispielen. Ich glaube schon. Ja, aber ist auch jetzt egal. Also, im nächsten Part gibt es das wolkige Versteck. Um den Rest kümmere ich mich natürlich. Und ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal hier bei Rayman Hot Wheels Revenge. Haut rein!